Moin zusammen, ich bin Matthias von Singeland. Heute zeige ich dir, wie du deine Bandsägenbänder von deiner Bandsäge einfach selber nachschärfen kannst. Nach dem Intro geht's los. Was ihr braucht, ist eine Spannmöglichkeit. Ich nutze hier einen Schraubstock, eine Bandsägenfeile, eine Schränkzange und eine Messingdrahtbürste. Zuerst spanne ich mir meinen Schraubstock an meine Werkbank fest. Ich markiere mir das Sägeband, das hilft mir später bei der Orientierung. Nun spanne ich das Band ein. Mit der Messingdrahtbürste reinige ich das Sägeband von beiden Seiten. Nun kann es mit dem Schärfen losgehen. Ihr müsst darauf achten, immer bis zum Zahngrund zu feilen. Drei bis vier Hügel mit der Feile sind in der Regel ausreichend. Das Ganze macht ihr jetzt, bis ihr einmal rum seid. Wichtig ist noch, dass ihr die Feile immer 90 Grad zum Sägeband haltet. Wenn ihr mit dem Feilen fertig seid, müsst ihr die Verschränkung eurer Sägezähne prüfen. Das könnt ihr mit den Fingern erfühlen, indem ihr seitlich über das Band streicht. Wenn ihr keinen scharfen Widerstand spürt, muss das Band nachgeschränkt werden. Hierzu müsst ihr zuerst die Dicke eures Sägebandes messen. Mein Sägeband hat eine Stärke von ca. 0,5 mm. Die Weite der verschränkten Zähne sollte ca. das 1,5-fache der Bandstärke haben. Bei meinem Band ist das ca. 0,75 mm. Hier eine Nahaufnahme, wie eine Schränkzange funktioniert. Ein Stift drückt den Zahn in die richtige Stellung. Es müssen immer abwechselnd die Zähne verschränkt werden. Jetzt solltet ihr deutlich mit den Fingern den Schrank fühlen können. Hier noch ein Bild zum Vergleich. Jetzt schauen wir uns das Ergebnis auf der Säge an. 8 cm Fichtenholz im Längsschnitt.
Hier habe ich noch einen Trick für euch. Einmal in die Mitte auf das Band getreten, zweimal gedreht, und schwupp ist euer Sägeband zusammengelegt. Noch ein Klebestreifen drum. Und ab damit auf den Haken. So, mein Sägeband ist jetzt scharf. Hier findest du eine Playliste mit den letzten Tutorials, die ich hier auf YouTube veröffentlicht habe. Dieses Video wird dich wahrscheinlich auch sehr interessieren. Wir sehen und hören uns im nächsten Video wieder. Ciao, euer Matthias.